wie wird die Demo aussehen? Ja, wir werden einfach quer durch die Innenstadt ziehen, durch Münsters Innenstadt ziehen und ja, wir werden hoffentlich sehr, sehr laut und bunt. Wir haben sehr viele Plakate dabei, Fahnen, Banner. Und werden dann durch, darf ich das verraten? Wir werden durch das LWL-Museum ziehen. Das ist so also eine besondere Route. Das LWL-Museum zeigt ja derzeit noch die Homosexualitäten-Ausstellung und hat uns eingeladen, eben mit der Demo dann durch das Gebäude zu ziehen. My name is Javid. I'm from Azerbaijan, political asylum seeker. The queer refugees attending the Münster CSD because we created a campaign. It's calling Queer Refugees for Pride. The idea is to be voice of our situation in Germany, our problems. Also, we want to stand for ourselves, to promote our situation, also to promote the situation in our homeland. The most of the LGBT refugees still facing the violence, harassment or discrimination in the social camps, refugee camps or heims. So that's why we are here today and we are proud for this, to be visible. And of course, we're calling all the LGBT refugees to be visible, to become visible. There is no way to have a fair because we are in safe country. We should stand for ourselves and protect our rights. Ja, was ist das Ziel? Ja, eine vollständige Gleichstellung, würde ich sagen. Also auf jeden Fall im rechtlichen Bereich. Da gibt es ja noch einiges nachzuholen und nachzubessern. Es geht allgemein um sexuelle Identitäten, geschlechtliche Vielfalten, Gleichberechtigung und Akzeptanz. Unser Ziel ist irgendwann, dass die Frage der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität gar keine Rolle mehr spielt. Deswegen möchten wir auch ja, für Sichtbarkeit sorgen und das hoffentlich schaffen wir ja auch mit diesem Fest heute hier im Rathaus Innenhof. Herzlich willkommen zu unserem Ständefest. Informiert euch, redet mit den Menschen. Vor allem möchte ich noch hinweisen auf unseren Programmschwerpunkt später zu Queer Refugees. Bitte hört euch das an. Dies sind wirklich Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Wir können auch viel von ihnen lernen. Where your heart should be.